Ab nächstes Jahr hat die EU die Leistung der Staubsauger auf 900 Watt beschränkt. Ich habe einen alten Werkstattstaubsauger, das ist ein Kärcher, NT221, der hat 900 Watt. Und jetzt zeige ich mal kurz, dass 900 Watt eigentlich für Staubsauger mehr als ausreichend sind. Vorausgesetzt, sie schaufeln genug Luft durch. Das ist nämlich das Problem bei den Staubsaugern. Da wird selten die Leistung, also die Luftförderleistung in Liter pro Sekunde angegeben oder Kubikmeter oder Kubikzentimeter pro Sekunde. Und ich habe jetzt mal so ein kleines Experiment vor und habe den dicken Schlauch von dem Kärcher angeschlossen. Da gibt es auch nochmal so einen Adapterschlauch, der ein bisschen dünner ist, damit man so haushaltsübliche Staubsaugeraufsätze aufsetzen kann. Aber der ist jetzt nur für die Werkstatt, dementsprechend sieht er auch aus. Aber der läuft jetzt auch schon über 10 Jahre. So, da habe ich eine Waage, eine normale Küchenwaage. Und einen über 2000 Seiten starken Katalog. Den lege ich jetzt mal drauf, zum zeigen, was der wiegt. So, ich tue mal kurz rein. Der hat also fast 1,5 Kilo, also 1499 Gramm. So, und das Ding heben wir jetzt mal mit dem Staubsauger an. Es wird natürlich jetzt gleich ein bisschen laut und ich setze jetzt den Staubsaugerschlauch nicht da an, weil dann wird er nur das Oberblatt, das kriegt er dann nicht richtig zu fassen, sondern nehme die schmale Kante vorne, weil da passt der Staubsaugerschlauch genau drauf. Also wie gesagt, wird es ziemlich laut. Saugleistung. Der ist jetzt, der Katalog ist nur abgerutscht, weil er dann ein bisschen durch die Bewegung über die Kante weggekommen ist und dann falsche Luft gesaugt hat.